Du hättest hier nicht herkommen sollen. So. Ja, ich weiß, ich bin kein Paschwein. Natürlich alle. Hui! Lemmings! What? Ach so. Ah! Ich zieh den Kopf ein! Keine Munition mehr! Ich muss nachladen! So, ich möchte hier Munitionchen. So leicht gebe ich nicht auf. Alles klar, hier gibt es überall Items. Nice. Nein, ich bin immer noch da. Muss nur an den richtigen Stellen suchen. Leiche, hier drüben! Scheiße, der Nigger ist weg. Oh, was ist hier? Ach so, Shotguns. Alter, jetzt Pizza. Beste Pizza-Schleichwerbung ever. Das Arschloch ist abgehauen. Vielleicht ist jetzt endlich mal Ruhe. So. Alles klar, what the hell? Keine Ahnung, wo die jetzt auf einmal mich hier gesehen haben. Ich vermute dahinter einfach mal einen richtig fetten Glitch. So wie ich hinter einmal einen richtig fetten Glitch vermute, was ich mir nicht auf normale Art und Weise erklären kann. Oh, Waffenschrank. Nice. Der Wichser ist da drüben hin. Oder umgekehrt, mein lieber Freund. Ich bin nicht dein Freund, mein Alter. Ich bin nicht dein Alter, mein Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel, mein Freund. Ich bin nicht dein Freund, mein Alter. Da merke ich die South Park-Folge. Ja, doch, ich muss zugeben, diese Aufnahmesession hat doch mal wieder was von einer guten Qualität. Ich glaube, wenn ich jetzt halt noch die Tonspuren hören könnte, oder halt eben, was, wenn ich halt noch weiß, wie gut die Tonspuren ausfallen werden, dann werde ich sogar die Folge, bzw. die Session mal qualitativ gutwertig nennen. Da schaue ich halt woanders nach. Zack, zack. Woher weißt du das vor allem immer? Dann schaue ich halt woanders nach. Scheiße, der macht uns fertig. Ja, ich glaube, du bist der Letzte. So, mal immer kurz abchecken, ob ich hier nicht noch irgendwas finde.
Ich gehe in Deckung. Ich glaube, du schaust mir ein bisschen in die falsche Richtung. Ja. What? Tony D wird war nicht Kuh anwerfen? Verstehst du? Oder musste ich den töten sowieso? Du sorgst dich um den falschen Mann, Jimmy. Nice. Na los, Cass. Das hast du nicht verdient. Entschuldigung für den Rübser. Bin in der Innenstadt. Hab halt ein paar fähige Leute. Diese berühmt-berüchtigten, schmacklosen, leeren Hungerrübser. Ich hoffe, du bleibst auf dem guten Weg. Und nebenbei kann ich ja nicht snacken, weil das ja unprofessionell ist. Ich hätte jetzt so gedacht, wenn er den Dude da angefahren hätte. Ausmusterung, da bin ich rumgezogen, ungefähr 3 Monate. Hab hier und da rumgejobbt, bin auch schon mal wegen der Schlägerei verhaftet worden. Dass ich in ein Seminar gehen will, Priester werden und so, das war schon irgendwie klar, hat dann aber doch noch gedauert. Nach dem Seminar machte Bischof Jenkins mich zum Leiter eines Heims für farbige Jungs. St. Michael's hieß es. Vom ersten bis zum letzten Tag war dieses Waisenhaus ein Drecksladen der übelsten Sorte. Aber ich war gern dort. Ich habe den Kids so gern geholfen. Merklich, war lustig, wenn am Schluss so mega fetter Plot-Twist kommt, dass Pass Vater James dann der fette Mastermind hinter einem ist, dass wir den dann umbringen müssen. Ich würde mich da schon ziemlich hart knatzen. Oh, oh, sorry. Geld, 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 Geld! Yeah! Dann gehen wir jetzt mal zu Harold. Gehört, dass es im Leuchtturm in Bayou nicht mit rechten Dingen zugeht. Naja, jetzt ganz bestimmt nicht mehr. Alter, wie die jetzt auf den einen losgehen wollen. Alter, ist das süß. Ein Stiefelkreister der üblen Sorte. Hä? Was ist mit der schief? Ich frag einfach nicht. Hilda hat ja mal seinen schlechten Tag, wo er einfach mal denkt, dass ein Auto einen überfährt und dann so random wegspringt. Ah, Gott, hier. An der Maus dann nebenbei. Multitasking mit Fickel. Richtig hart. Enter. Sie haben Frankie im Badehaus ja ganz schön Feuer unterm Bottich gemacht. Sorry, blöder Karlauer. Wegen ihnen hat Tony D'Orazio es derzeit ziemlich schwer, die Politikos der Stadt unter Kontrolle zu halten. Also hat der Frankie beauftragt, das Imperial im Auge zu behalten. Was meinen Sie? Was wollen Sie mit dem alten Frankie machen? Das hängt von ihm ab. Hey, ich könnte mich doch anschließen. Meine Kamera ist im Wagen und... Wenn Sie für Ihr Schmierblatt im Dreck wühlen wollen, ja, machen Sie das woanders. Ich schleppe Sie jedenfalls nicht durch die halbe Stadt. Schon gut. Man sieht sich. Schon gut. Richtig geil. Man sieht sich. Wenn Sie Banner umbringen, erzählen Sie mir unbedingt, was passiert ist, okay?